Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen richtig saftigen Orangenkuchen für euch. Ich hatte ein paar Orangen übrig und habe ich gedacht, gut, dann backe ich mal einen Kuchen daraus. Das sind hier einmal die Zutaten. Ich habe eine 30x11 cm Form genommen, ihr könnt aber auch eine Nummer kleiner nehmen, da passt es auch noch rein. Als allererstes nehme ich eine Orange und reibe die in kleine Fetzen, Stücke und die stelle ich auf Seite, die braucht man ganz zum Schluss für die Deko. Als nächstes kommt dann die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker in eine Schüssel und wird für 3 Minuten schön schaumig geschlagen. Wenn ihr das habt, gebt ihr nach und nach die Eier dazu. Als nächstes mischt ihr das Backpulver mit dem Mehl. Mein Helfer hat das Backpulver direkt zur Masse gegeben, ist aber auch nicht weiter schlimm, aber eigentlich wird es mit dem Mehl gemischt und kommt dann nach und nach dazu. Außerdem kommen noch die Milch dazu und der Saft einer halben Orange und auch der Abrieb einer ganzen Orange. Der Teig ist fertig. Ich fette jetzt noch meine Form. Da nehme ich einmal Backtrennspray. Ihr könnt es aber auch mit Butter einpinseln und mit Mehl bestäuben, dass ja ganz viel mögt. Da fülle ich jetzt den Teig rein und der wird dann einmal glatt gestrichen und kommt in den Ofen. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die eine Orange, wo wir eben die Schale abgerieben haben, ausquetschen, denn da brauchen wir gleich den Saft von. Der Kuchen ist fertig gebacken. Ich nehme jetzt einen Holzspieß und mache mir überall Löcher rein. Das mache ich deshalb, damit mir gleich der Orangensaft schön bis in den Kuchen reinläuft. Und den nehme ich dann mit einem Pinsel und verteile ihn komplett auf dem Kuchen. Und wenn ihr das habt, lasst ihr den Kuchen komplett erkalten. Erst wenn er kalt ist, löse ich ihn aus der Form und dann wird der Guss hergestellt. Für den Guss habe ich Puderzucker mit dem Saft einer halben Orange vermischt. Das hat nicht ganz gereicht, das war noch ein bisschen dickflüssig, deswegen habe ich noch einen kleinen Schuss Wasser dazu gegeben. Gebt nur nicht zu viel dazu, sonst wird er euch zu flüssig. Und das Ganze verrührt ihr dann mit einem Schneebesen und dann verteilt ihr das mit einem Pinsel auf dem Kuchen. Und zu guter Letzt kommen noch die Orangenstücke drüber, die wir am Anfang geraspelt haben. Und dann ist der Kuchen auch schon fertig. Das erste Stück geht natürlich wieder an euch und hier könnt ihr auch sehen, wie richtig schön gelb der durch die Orangen geworden ist. Der war richtig schön saftig, dadurch, dass wir den getränkt haben mit dem Orangensaft und fluffig zugleich. Also kann ich euch nur empfehlen, der war richtig schnell gemacht und super schön fruchtig. Hier könnt ihr vielleicht nochmal sehen, wie fluffig der war. Ich versuche euch das mit der Gabel zu zeigen. Hier könnt ihr das sehen. Ja, der war wie gesagt fluffig, lecker, fruchtig und so saftig. Also kann ich euch nur empfehlen, mal zu machen. Vielleicht vertreibt ihr euch die Zeit im Moment mit ein bisschen Backen. Das ist eine super Abwechslung, die Kinder können helfen und ja, ist ein bisschen Zeitvertreib in der schweren Zeit. Ich hoffe, euch hat mein heutiges Video gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten wieder. Bis dann, tschüss!